Liebe Krimileser von meinekommissare.de, ich bin auf der Frankfurter Buchmesse am Stand von Drömer Knauer. Neben mir sitzt Thomas Kastura. Wir haben schon verschiedene Male miteinander zu tun gehabt. Wir gemailt, hin und her gemailt. Ich habe Bücher von ihm rezensiert. Ich habe noch sehr gute Erinnerung sein Band, den er herausgegeben hat. Da hat er einen 11. Beitrag gehabt. Da ging es um Mord und Totschlag rund um den Gardasee. Ich kenne ihn aber auch als Autor von Bamberger Krimis. Da ich Bamberg schätze und liebe und mindestens einmal im Jahr mich da aufhalte, hat mich dieser Tatort natürlich besonders begeistert. Sie wohnen dort. Ja, ich wohne dort also immer noch sehr gerne. Und ich habe 3 Erzählungsbände geschrieben. 3 Morde zu wenig, 5 Leichen zu viel und 7 Tote sind nicht genug. Ja. Die sind alle im Ars Vivendi Verlag erschienen. Mhm. Das ist so meine Bamberger Heimatseite, könnte man sagen. Mhm. Ja. Und das die ist sind, der Tribut. Ja. Der Tribut an die Heimat und die sind auch alle amüsant und witzig. Das ist so ein skurriles Ermittlerpaar, Staatsanwalt Brandeis ja. und Kommissar Köps ja. heißen die. Ja. Spielt meistens in Bamberg oder um Bamberg herum, also in einem der Dörfer oder sonst wie in der Umgebung. Das ist eben so meine heitere, leichte Seite. Und da, wo wir hier gerade sind, ja. da ist mehr so die ernste Krimis-Thriller-Seite. Erzählen Sie. Ja, also Gardasee hat man auch schon, das ist schon nochmal ein ja. anderer Handlungsort. Und bei Drömer sind 3 Romane von mir erschienen, die in Köln spielen. Ja. Der 4. Mörder ist eigentlich mein erfolgreichstes Buch, das auch auf der Krimi auf Platz 1 der Krimi-Weltbestenliste stand, Das dunkle Erbe und Das geheime Kind. Dann habe ich einen England-Krimi geschrieben, Thriller Dark House und eben mhm. unter Pseudonym neu letztes Jahr Gordon Tyree Todesströmung, ein Hebriden-Krimi. Ja. Und da hängt gerade mein Herz dran, da schreibe ich gerade an dem 2. Der soll im Frühjahr erscheinen bei Drömer. In dieser Hybriden-Krimi-Reihe und den Titel darf ich noch nicht verraten. Aber was darf man sich unter einem Hybriden-Krimi vorstellen? Ja, die Hybriden ist ja eine wunderbare Inselgruppe, ja. die inneren und die äußeren Hybriden. Die äußeren liegen noch weiter draußen im Ozean, im Atlantik und die inneren sind ein bisschen näher am Festland dran. Ich liebe die seit 35 Jahren, diese Inseln und Schottland. Ich bin da ganz eng verbunden. Ist also kein Synonym, sondern es geht wirklich um die Hybriden, auch als Tatort. Die Hebriden. Das ist der Plan, jeder Krimi soll auf einer anderen Hebrideninsel ja. spielen. Ja. Der 1. Todesströmung spielt auf Jura mhm. und der 2. auf einer kleinen, die kennt kaum jemand, Giga heißt die, Giga geschrieben. Ja. Und das fasziniert mich, diese kleinen Inselgemeinschaften mit, weiß ich, nur 200 Leuten da auf einer doch sehr großen Raum. Ja, das ist, und natürlich sind die auch landschaftlich total faszinierend. Ja. Ich habe jetzt leider zu wenig von Ihnen gelesen, sodass ich fragen muss, wer sind Ihre Protagonisten? Haben Sie so einen Lieblingsprotagonisten, der immer wieder auftaucht und den Sie pflegen und hätscheln und pflegen? Also der Neue bei Drömer, der bei diesen Hybriden-Krimis, der heißt Hinch. Und der ist ein Profikiller. Oh. Ja, und also in dem 1. Band, da killt er noch, sagen wir mal so. Mhm. Und in dem 2., den ich gerade schreibe, da hat er sich zur Ruhe gesetzt auf einer Hybriden-Insel. Aber das Verbrechen kommt doch zu ihm. Also er ist kein Ermittler, er ist auf der bösen Seite. Das kann man nicht so richtig sagen, weil also er hat sicher einiges auf dem Kerbholz, aber das hindert ihn ja nicht daran, auch mal was Gutes zu machen oder ein besserer Mensch zu werden. Vom Saulus zum Paulus. Ja, vielleicht. Also ich liebe solche Figuren, die nicht so eindeutig sind und mit denen, die auch eine Entwicklung durchmachen. Und auch in dem 1. Band, wo er noch als Serienkiller, als ein Profikiller, ein Auftragskiller, so. Ja. Ja, er bringt quasi immer die Richtigen um, so. Ne? Also insofern kann man schon bei ihm sein ein bisschen. So.
Ja, also da haben Sie mich ganz schön mit wenigen Sätzen neugierig gemacht. Das finde ich ganz, ganz erstaunlich. Aber Sie bieten eine Vielfalt, aber Sie fühlen sich in anderen Bereichen wohl und sicher aufgehoben und können auch immer hin und her switchen, wie man so schön sagt. Sie können sich von der einen Figur in die andere wieder versetzen. Ja, das, ich meine, okay, das gehört eigentlich zum Schriftstellerhandwerk dazu. Ne? Ja, aber trotzdem stelle ich mir nicht einfach vor. Das ist auch nicht einfach. Also es gibt auch Leute in meinem Umfeld, die leiden darunter, wenn ich dann plötzlich irgendwie mich sehr seltsam verhalte. Ja, es ist so ein, man ist ja dann fast wie in einer Rolle drin, wenn man zum Beispiel einen Dialog schreibt und fast wie ein Schauspieler, der eben da hineinschlüpft. Ich finde, das sollte man können oder man sollte es irgendwie zumindest versuchen als Autor. Und dann kann es schon mal sein, dass man so ein bisschen Profikiller wird, in Anführungszeichen. Naja, ist jetzt übertrieben, aber ja, dass man auch Sachen mal ausprobiert. Ja. Ja. Und das ist ein großer Reiz, den unsere Kunst, die Schreiberei eben auch beinhaltet. Sie haben mich in wenigen Sätzen höchst neugierig gemacht. Ich werde mich mit dem jetzt in Ruhe beschäftigen. Vor mir liegen 2-2,5 Wochen Urlaub. Jetzt habe ich genügend Zeit, es gibt keine Entschuldigung. Und jetzt werde ich mal in die Welt des Thomas Castora eintauchen und gucken, was er wo denn überall geschrieben hat. Ich bedanke mich, lieber Herr Castora. Danke für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte sehr, ich danke Ihnen.